Die 10 Grundübungen bleiben gleich, aber wir machen sie ein bisschen schwerer, indem wir bestimmte Positionen verändern. Wir beginnen wieder mit den weiten Squats und diesmal ist der Fuß nicht ganz auf dem Balance Pad platziert, sondern nur halb. Die Ferse ist in der Luft. Die restliche Einstellung des Körpers bleibt gleich und auch die Übungsausführung ist gleich. Achtung, beugen und strecken. Tief und hoch. Tief. Der Fuß hat jetzt ein bisschen weniger Auflagefläche und das Bein muss hier schon koordinieren, um in der Balance zu bleiben. Tief und hoch. Tief und hoch. 4 mehr. Den Fuß ganz bewusst nach unten drücken. Noch 3. 2 mehr. Letztes Mal. Und lösen. Die engen Squats oben auf dem Balance Pad. Mit Anheben eines Beines werden diesmal im Wechsel ausgeführt. Achtung und beugen, ein Bein heben, beugen und gleich das zweite heben. Tief. Durch den Wechsel entsteht eine Schwungbewegung, die es schwieriger macht, das Gleichgewicht zu halten im Einbeinstand. Alles andere, bei der Grundübung bereits erwähnte, bleibt natürlich bestehen. Noch 4 mehr. Noch 3. 2 mehr. Letztes Mal. Der Ausfallschritt. Ein Fuß ist wieder auf dem Balance Pad, aber diesmal nicht ganz flächig, sondern auch nur halb und zwar an der vorderen Kante. Achtung und beugen und strecken. Die Ferse ist deutlich angehoben hier. Und man sieht schon, dass hier ziemlich viel Bewegung passiert im Haltebein. Das ist die Herausforderung, das Gleichgewicht zu halten. Noch 4 mehr. 4, das Knie schiebt immer noch zum mittleren Zeh. 3, zweimal noch und das letzte Mal. Okay, und wieder lösen. Und wir gehen in den Vierfüßlerstand. Wieder heben wir einen Arm und das entgegengesetzte Bein. Und die Herausforderung ist diesmal, den Fuß vom Boden zu lösen. Achtung und heben und senken. Auch hier ist es wieder wackeliger, weil das Bein nicht mehr ganz aufgesetzt ist. Hoch und tief. Hoch und tief. Hoch und tief. Die letzten 4 in 4. 3. 2. Ein letzter. Okay. Und jetzt geht es wieder um den Rücken. Genauer gesagt um die Brustwirbelsäulenrotation. Die Herausforderung ist diesmal, wir nehmen einen Arm und auf derselben Seite wird das Bein nach hinten aufgestellt. Achtung! Auf 3 Zeiten nach oben und hoch, hoch, hoch und lösen. Genau, hoch. Nochmal. Je weiter die Beine dabei geöffnet sind, desto leichter. Ich verändere das jetzt mal. Mal sehen, was passiert. Wenn man die Spurbreite schmäler macht, dann wird es anstrengender, die Balance zu halten. Das Handgelenk abklappen. Hoch, hoch, hoch. Zweimal mehr. Hoch. 2, 3. Letztes Mal. 5, 6, 7, 8. Auch beim Liegestütz kann man etwas verändern. Die Knie sind diesmal in der Luft und tief und hoch. Ganz besonders darauf achten, dass die Körpermitte stabil bleibt. Die Schultern ziehen weg von den Ohren. Viel anstrengender, viel wackeliger für die Arme, als wenn die Knie
unten auf der Matte liegen. Zwei noch. Letztes Mal. Gut, und lösen. Jetzt kommen die Übungen in Seitlage. Als erstes den Unterarm auflegen. Und der Seitstütz ist diesmal mit beiden Beinen gestreckt. Der Daumen zeigt wieder nach oben. Okay, das Gesäß heben und senken und hoch, den Kopf zur Seite legen, hoch, auch hier sehr anstrengend für den Haltearm, hoch und tief, noch vier, vier mehr, drei mehr, zwei mehr und der letzte und lösen. Ja, dann gehen wir ganz in Seitlage. In der einfachen Version haben wir ein Bein gehoben. Diesmal heben wir beide Beine gleichzeitig. Und hoch und tief. Hier genau darauf achten, auf der Seite zu liegen. Beide Beckenknochen liegen genau übereinander. Hoch und tief. Das ist ziemlich schwierig, weil ganz wenig vom Körper nur noch eine Auflagefläche hat. Vier mehr. Drei. Zwei, ein noch und lösen. Jetzt geht es weiter in Bauchlage. Und diesmal werden beide Arme und beide Beine gleichzeitig angehoben. Die Arme sind gestreckt, die Finger gefächert, Daumen zeigen nach oben und die Knie gebeugt. Achtung und beides heben. Und senken. Hoch und tief. Hoch und tief. Hoch und tief. Noch viermal. Vier mehr. Die Schultern ziehen weg von den Ohren. Die Arme sind ganz lang. Zwei noch. Und der letzte. Und wieder locker lassen. Die letzte Übung ist in Rückenlage. Je weiter das Balance Pad entfernt ist vom Oberkörper, also näher ran zu den Füßen, desto schwieriger ist es für den Bauchmuskel. Die Hände hinter den Kopf legen, die Vorfüße anheben, beim Anheben des Oberkörpers ein Bein nach vorne strecken. Achtung und hoch, tief, hoch und tief. Das Anheben wieder nur nach oben. Man kann hier gut erkennen, dass die Bewegung ganz, ganz klein ist. Beim Anheben des Oberkörpers wieder ausatmen. Vier noch. Drei noch. Zwei. Und einer. Und locker lassen. Das sind die Möglichkeiten, um die 10 Grundübungen von Be Balance zu verändern.